Aloha, ich grüße euch. Ja, ich habe die neuen Stanzen für euch getestet, wer mein letztes Video verfolgt hat. Ich habe ja 10 von den 12 neuen Stanzen gekauft. Zwei wollte ich nicht. Und da ist es für mich auch Quatsch, die dann zu kaufen. Und ich habe schon ein bisschen durchgekurbelt. Aber nicht alles so, wie die Beispiele hier zeigen. So werde ich die auch nicht nutzen. Da sind schöne kleine Teile drin, die man auch gut zweckentfremden kann, also für andere Sachen nutzen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, was ich hier schon gewerkelt habe. Das Schloss hatte ich euch ja schon gezeigt im anderen Video. Das habe ich auch gerade hier, glaube nicht rumliegen. Ich guck mal. Ich zeige euch jetzt erstmal die anderen Sachen. Und vielen Dank für eure Genesungswünsche. Es geht immer besser. Ich höre mich noch ein bisschen verschnupft an, aber es geht immer besser. Ups, hier ist ein Teil. Hier war auch eben irgendwas. Ich glaube, das gehört dahin. Ich muss noch gucken, wie ich die unterkriege. So, meine Beispiele. Also, ich habe diese Landschaft einmal gewerkelt. Das Papier ist das Aquarellpapier aus dem Action. Und das habe ich selbst eingefärbt. Das habe ich so ein bisschen gemacht, ohne jetzt die Kleinigkeiten, die Blumen. Es ist auch noch nicht zusammengeklebt. Ich wollte einfach mal sehen, wie sieht es aus. Die Wolke hier habe ich ein bisschen auf Moosgummi geklebt, damit die ein bisschen erhaben ist. Aber ich finde, eine coole Sache. Kann man vielseitig benutzen. Man muss es ja auch nicht zwingend komplett benutzen. Ich denke, ich werde da mal eine Szene rausmachen für eine Memory-Dex-Karte. So, ja, dann das Elfenhäuschen. Den ganzen kleinen Kladderadatsch habe ich jetzt nicht mitgemacht. Das wäre so die Stanze, wo ich am ehesten drauf verzichten könnte. Aber, also ich glaube nicht, dass ich das großartig so nochmal machen würde. Ich würde hier oben dieses Blumenteil nutzen und die Türen sind natürlich mega für andere Projekte. Von daher richtig cool. Da freue ich mich richtig drauf, damit zu arbeiten. So, das hatte ich ja auch schon gezeigt. Das ist ein Beispiel mit der Glocke. Das ist ja eigentlich eine Hochzeitstorte. Ich werde es nicht als Hochzeitstorte nehmen. Es ist auch viel Fummelei. Also das Brautpaar ist echt mini, mini, mini. Generell sind viele kleine Teile dabei, aber die muss man ja nicht nehmen. Ich bin froh, dass ich hier dieses Teil habe und also diesen Ständer mit der Glocke und dieses Tortending. Ich meine, ich hätte auch schon eine Torte irgendwo fahren, aber ist ja egal. So, kurz Hund beruhigen, jetzt geht's weiter. Also ich finde, da kann man hat man viele Möglichkeiten mit. Man kann auch Tierchen draufsetzen. Ja, eine Einladung zu Kaffee und Kuchen, Adventskaffee-Einladung, indem man das weihnachtlich gestaltet. Also ich finde es richtig cool und freue mich auch damit weiterzuarbeiten. Ja, dann kommen wir zu der Stanze mit dem Bullauge, wo ich ja dachte, ach, die brauche ich nicht. Ne? Ich bin ja nicht so maritim. Und überzeugt haben mich dann tatsächlich diese Qualle und dieses Nilpferd, hätte ich bald gesagt. Seepferdchen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ne? Habe ich einen Shaker rausgemacht mit Tüll. Richtig cool. Also gefällt mir doch, bin ich froh, dass ich die auch mitgenommen habe, weil so ein Bullauge kann man auch immer gebrauchen. Und ja, ansonsten nimmt man hier diese Öffnung halt nicht dazu und hat einen normalen Kreis da mit Löchern, wo man vielleicht Halbperlen draufsetzt oder Nuvo-Drops oder. Also ich finde es mega, auch wieder Shaker-Card. Richtig cool. Ja, dann kommt die Drachen. Stanze. Auch da habe ich eine Shaker-Karte rausgemacht. Auch nicht alles genommen. Da waren ja noch Wölkchen bei und noch ein Luftballon. Dafür auch noch eine Schnur. Wie gesagt, ich werde sie nicht so verwenden, wie sie als Beispiel da sind, sondern für viele andere Sachen. Und auch hier, ich shaker mal. Aber ihr seht das ja, ne? Weil wenn ich jetzt so shaker, seht ihr ja gar nichts mehr. Ne? Es glittert und klimmert und da kann man wirklich auch tolle Sachen mitmachen. Richtig cool. Ja, dann kommt die Blumenstanze. Da kann man natürlich auch gib ihm, ne? Also alles mitmachen. Ob bunt, ob dezent, Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch da habe ich nicht alles genutzt, sondern einfach jetzt mal schnell geklebt. Und
Ja, nur mal so als Beispiel. Ist cool, ist richtig cool. Und hier habe ich den Schmetterling, den habe ich auch auf Moosgummi geklebt. Das ist von den neuen Handstanzen der Schmetterling. Ja, aber wie gesagt, da kann man auch wieder in vielen Varianten was machen und richtig cool. Und die schneiden alle wie Butter. Also ist richtig toll. So, dann habe ich hier den Briefkasten. Das ist noch nicht festgeklebt für die Karte, weil ihr wisst ja, ich bin nicht da der Kartenmacher vor dem Herrn. Aber habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Ist leider hier irgendwo kleben geblieben. Ist ein bisschen kaputt. Aber auch das finde ich richtig niedlich. Ob man das für Weihnachtspost oder wenn man irgendwie was dekoriert für eine Hochzeit, wo man, da gibt es ja so Kisten, wo man dann die Karten reinschmeißen kann, ne? Die Geschenke, weil nur Bares ist Wahres. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ich finde es total niedlich. Auch da habe ich nicht alles verwendet, aber werde ich mit Sicherheit noch. Richtig cool. So, das wollte ich jetzt nicht. Was fehlt jetzt sonst noch? Ah ja. Dann habe ich die kleinen Vogelhäuschen. Die lege ich euch mal hier drauf. Da sind natürlich auch noch die Vögel bei. Und da muss ich sagen, das ist ja so winzig. Da kann man die Äuglein und alles, das ist mir zu too much. Da hatte ich jetzt keine Lust zu. Vor allem, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich niese andauernd. Und das war mir echt zu filigran für den Moment. Aber ich finde, die sind auch so recht hübsch. Da habe ich auch noch nicht alles von ausgestanzt. Aber das hier ist ja schon richtig cool, finde ich. Ne? Und hier habe ich auch den kleinen Vogel genommen, auch von der Handstanze. So könnt ihr sehen, ne? Von Action. Und hier auch nochmal. Und hier ist der so ein bisschen erhaben, weil dann habe ich den erst auf Moosgummi ausgestanzt und dann nochmal mit Goldpapier und draufgeklebt. Ich finde es total niedlich. Also das kann man auch wieder sommerlich oder herbstlich oder winterlich, wie man das halt mag. So, dann fehlt ja noch eine Stanze und zwar die Sommerstanze. Auch da habe ich nicht alles ausgestanzt, sondern nur einmal die Palme. Die kann man sich auch gestalten, wie man möchte. Dann den Bikini. Den habe ich auch auf Moosgummi ausgestanzt, dann auf Goldpapier. Den Badeanzug und jetzt den Bikini, ne, damit er so ein bisschen erhaben ist. Super für Sommerkarten oder auch fürs Bullet Journal oder fürs Filofax. Kann man richtig schön nutzen. Dann noch hier die Brille. Moment, die habe ich jetzt so einfach ausgestanzt. In Schwarz sieht die bestimmt auch cool aus. Dann irgendwo auf ein Foto oder irgendein tollen Tier, was man abgestempelt hat. Aufsetzen, dann dieses kleine Eis und da sind natürlich noch mehr Sachen bei. Da ist noch ein Stieleis bei, da sind noch Flipflops bei. Also habe ich auch nicht alles ausgestanzt. Ich hatte aber noch das Meer ausgestanzt. Das muss ich gucken. Hier. Und ich habe einmal, ich schmeiß das mal runter, einmal das Meer ausgestanzt. Ja. So, da gibt es ja noch die Insel und ich gucke mal gerade, ob ich das finde. Klar finde ich, das liegt ja hier rum. Nee, liegt nicht hierbei. Ich gucke. Doch, hier. So. Ne, das ist ja das Beispiel. So werde ich das nie machen, sondern immer irgendwie anders. Auch für den Sommer vielleicht eine schön, ganz fröhliche Palme mit Gold und Glitter und Rosa. Ne, aber die Sachen kann man halt alle dann auch zweckentfremden. Wie auch hier bei der Stanze mit dem Drachen. Da sind ja, wie gesagt, der Luftballon kann man einzeln nutzen, die süße Wolke, ne, kann man alles schön einzeln nutzen. Hier habe ich noch schon mal ausgestanzt auf Moosgummi. Das ist dünnes Moosgummi, deswegen zweifach und schon mal zusammengeklebt für meinen nächsten Shaker. Ja, weiter geht's. Dann fröhlich ausprobieren. Das wollte ich euch aber schon mal zeigen. Ne, könnte man jetzt auch so zusammen. Legen wäre ja fast schon eine Karte, ne? Fast, fast, fast. Hier noch ein Eischen hin. Ja, das zeige ich euch schon mal. Also,
betrachte die Stanzen nicht immer als Ganzes, sondern auch mal zweckentfremden für einzelne Sachen. Richtig cool. Ich muss mir jetzt mal überlegen, wie ich die verstaue, dass mir das nicht entfällt, was da alles Tolles drin ist. Na, weil wenn man dann wieder irgendwas sucht, ich suche einen Luftballon oder ach, ein Badeanzug wäre cool, ach, war doch in der Stanze. Ne? Aber wenn die jetzt mal ein halbes Jahr alt ist oder auch nur ein paar Wochen, dann vergisst man das wieder. Deswegen muss ich gucken, wie ich die verstaue. Ja, das Schloss finde ich jetzt gerade nicht. Ich verlinke euch aber das Video, wo ich das schon gezeigt habe. Vielleicht hat sich. Wo hatte ich das? Ich glaube, das habe ich schon in mein Bullet Journal getan, weil ich es da einkleben wollte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich noch weitere Beispiele auch machen. Ich werde aus dem Schloss auch mal noch ein anderes Schloss machen. Vielleicht mal ein Gruselschloss oder jemand hat drunter geschrieben, wenn man es in Grau macht, ist es eine Ritterburg. Also man kann richtig toll mit den Sachen spielen. Ich bin begeistert. Daumen hoch, auch von der Qualität und preislich unschlagbar. Ja, von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Däumchen da, abonniert meinen Kanal. Es geht fröhlich weiter. Eure Anerkennung für mich. Vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.